Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Car Mechanic Simulator 2018 hier auf Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir bauen weiter an unserem Jeep Wrangler und bauen dort ja, den Motorraum fertig, also noch einbauen müssen und dann die Karosserie lackieren und dann eine Probefahrt machen. So, das ist der Plan für heute. Wir müssen dann mal erstmal reinfliegen hier wieder in den Motor, damit wir die Kolben und die Kolbenringe mit einbauen können. So, jawohl. So, dann kommt hier A ein Engine Head B. Den haben wir repariert gekriegt. Blendet wieder tierisch, ne? Reingeschraubt. So, dann gucken wir mal, was wir mit den Nockerwellen gemacht haben. Dann haben wir nämlich zwei repariert bekommen. Camshaft. So, Nockerwellenzahnrad natürlich nicht. Okay, dann machen wir das Ganze auf der anderen Seite noch. Gehen wir ein bisschen Winkel raus hier, Licht. So, Kolben. Eingebaut. Eingebaut. Wir haben gar keine Dieselfahrzeuge bis jetzt hier in dem Spiel, ne? Also, okay. Also, der Engine Head Typ A, den brauchen wir. Oh, den kriegen wir nicht im Karosserieland. Engine Head Typ A. Engine Head A. Der müsste sein. Dann brauchen wir natürlich Engine Head Cover B. Und Cover A, die brauchen wir auch, weil die haben wir nicht ausgebaut. Dann brauchen wir noch Camshaft, zwei Stück. Camshaft Cap, oh, das sind glaube ich drei pro. Da müssen wir nochmal nachgucken. Bin immer, dass es drei pro sind. Ja, wir kaufen einfach mal sechs. 12. 3 pro, 12. Gut. Dann brauchen wir Nockenwellenzahnräder. Nockenwellenzahnräder und zwar dieses dunkle hier. Vier Stück. So, dann können wir erstmal weitermachen hier. Können wir das mal ganz in Ruhe einbauen. So gefällt mir das. Ja, das sind 3 Pro, okay. Ich weiß nur nicht, ob wir die, die wir ausgebaut haben, repariert gekriegt haben oder nicht. Das werden wir dann sehen. Ich weiß nicht, ob die reparabel sind. Vielleicht muss man die hier bloß ein bisschen abputzen, ein bisschen die. Hört doch mal ein bisschen näher dran dort. Ein bisschen den Rost runter machen und dann sind die schon wieder einsatztauglich. So. Dann nehmen wir den hier auf der Seite noch. Und den hier. So. Und blendet wieder wie Sau. So, dann haben wir da unten drin Zündkerzen. Aber festziehen. Da komme ich fast gar nicht ran. Weiß ich noch nicht, was da drauf kommt. Naja, gut, das werden wir dann sehen. Die Zündkerze ist auch drin. So, noch mehr. Das weiß ich, dass ich da keinen Teil von habe. Wir brauchen das Nockenwellenzahnrad. Noch eins. Und dann können wir die Seite hier auch fertig machen. Zack. Angeschraubt. Camshaft Holder. Wir so. Ja, Luftfilter ein bisschen, wie ich manchmal meine Zunge so halb rausstrecke hier bei dem Spiel, dann so, naja, kommt man da ran. Naja, so ist das halt. So, da haben wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, weiß nicht, ein zu viel gehabt, glaube ich. Zündkerze. So, dann brauchen wir noch mal ein Zahnrad. Noch ein Zahnrad. So, das hätten wir. Dann komme ich denn jetzt da so hin. Dann brauchen wir hier die Kette. Timing Chain. Na, Timing Chain diese. Timing Chain jene. Und die muss man kaufen. Okay. Timing. Timing. Use 2. Ja. Timing Cover, okay. Oh. Da hat mich wieder einmal das Auto geruckt. Das wollte ich gar nicht. So, zack. Gib mir das auch dran. Dann kann das Timing Cover. Oh, das müssen wir kaufen. Das hätte ich jetzt nicht gewollt. Das hätte ich gedacht, dass wir das repariert gekriegt haben, aber. Warte nicht, ist es nicht, ne? So.
Auch dran. Dann kann hier der Engine Hatch aufkommen. So. Ah, solche haben wir hier. Injektenkeule. Und zwar diese hier, da brauchen wir sechs Stück von. 1, 2, 3. So, und was hier ist das hier? Exhaust Manifold. Exhaust Manifold, dieser hier. Schon Name dafür, aber gut. Sonst die Engländer, solche Namen haben sie halt dafür. So, dann haben wir hier den Engine Hatch. Fest. Dann können wir die Windspulen draufstecken. Windspule. Den Anlasser müssen wir noch kaufen. Jetzt ist es Anlasser V8. Kann ich nur von unten machen. Okay, da muss ich nochmal nach oben fahren. Naja, gut, okay. Wir müssen uns das merken. Anlasser V8 von unten. So, dann haben wir hier Intake. Manifold B. Intake Manifold, ja, ne? A. Brauchen wir bestimmt auch. Hoffen wir einfach mal. Das sieht so, oh ja, das sieht gut aus. Schön sieht das aus. Schönes Teil. So, dann haben wir das hier noch. Und dann brauchen wir noch die Drosselklappe und Kraftstoffverteiler. Kraftstoffverteiler, okay. Kraftstoffverteiler, diese hier, 2 Stück. Dann brauchen wir noch Drosselklappe. Diese da. Mit Langbolzen fest die macht, damit die gar nicht abfällt. Müssen wir das hier noch einbauen? Ja, so weit brauchen wir den. Das sieht schon mal sehr gut aus. So, noch ein Teil, was wir jetzt hier sehen, was wir brauchen unbedingt. Bis auf die Kühlung? Nein. Gut, dann müssen wir jetzt noch das Gehäuse kaufen für den Kühlerventilator. Das normale Gehäuse und den Ventilator dazu. So, sehr schön. Dann holen wir uns die Batterie vom Ladegerät. Ist gehangen. Komm mal her. Die müssen wir dann natürlich hier noch wieder einsetzen. So, dann fahren wir ihn hoch, kaufen gleich den Anlasser. Ohne K. V8 und kaufen die Öldeckel 6 Stück. Dann gucken wir nachher mal, was für eine Ölpfanne wir da anbauen. Ölpfanne sagt jetzt selber schon. Mann. Achso, und die Steuerung müssen wir auch noch komplett machen. Ah, das haben wir natürlich auch nicht vergessen. Stimmt. So, dann bauen wir hier mal ein paar Öldeckel an. So, hier noch. Wo ist es denn das Loch? Ja. Wo ist es? Die Schrauben rein, dann die hier. Die hinein ins Vergnügen und dann kommt die Ölwanne V6B, okay? Ölwanne V6B. Bauen wir doch gleich weg an hier. Da sind wir so frei. Gut. Und den Anlasser müssen wir jetzt hier noch irgendwo verbuchteln. So, der ist auch dran. Sehr schön. Da müssen wir jetzt bloß noch die Steuerung vorne bzw. die ganzen Keilriemen und Wasserpumpe und solche Geschichten hier noch anbauen. Kann man hier so ganz schlecht hingucken, ne? So. Sehr schön. So. Wir brauchen Tragrolle A und dann war hier drüben noch eine Tragrolle A, ne? Ja, wo wir 2 von. Tragroller zweimal bitte. So.
Wasserpumpe haben wir repariert gekriegt. Das ist schon mal gut. Tragroller. Noch eine Tragroller, okay. Hammer. Tragroller. Und noch einer. So, und dann haben wir da unten die Grube beim Riemenscheibe. Riemenscheibe V8. Oh, OHV oder V8? V8. Hm, diese hier. Gut. Dann haben wir. Oh, Serpentine Belt. Okay, so heißt der. Belt. Serpentine Belt. Oh ja, das ist wirklich serpentinig. So, das hätten wir. So, und dann haben wir hier unten noch den Riemenspanner an sich. Okay. Spanner. Und den müssen wir nur noch einsetzen. So. Umgeschraubt. Geht noch was? Ne, sieht gut aus. Sieht echt gut aus. So, dann gucken wir mal. Motor. Öleinfüllstutzen. Wo ist er? Da. Öleinfüllen. Trink, mein guter, trink. Hier was rein. So, dann gucken wir mal, wie sieht's aus. Super sieht's aus. Sehr gut. Dann gucken wir mal, ob wir da irgendwelche fehlenden Teile. Motorhaube, Rücksitzkofferraum, Heckscheibe, Lenkrad. Okay. So, da ist schon mal nichts, was uns noch fehlt. Gut, dann bauen wir jetzt Karosserieteile an. Da haben wir ja ein paar von. Gekauft. So. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, in welche Wagenfarbe wir den. Wollte ihn ja eigentlich in so einem komischen Ocker haben, ne? Aber da bin ich mir wieder fast unsicher, ob das nicht schon wieder zu militärisch nachher aussieht. Wo das ja auch eine zivile Variante ist hier. Gibt es so eine typische Jeep-Farbe? Dieses so ein dunkles Grün, ne? So eine. Oh, das ist weg hier. So ein dunkles Grün ist so eine. Typische Jeep-Farbe, so wie dieses hier, ne? Vielleicht könnten wir ja das nehmen. So. Seitenscheibe einbauen. Tür einbauen. Seitenscheibe. Igel. So. Ist ja erstmal jetzt soweit dann alles dran, ne? Was dran gehört. Außer die Platten nicht. Okay, dann kaufen wir noch schnell zwei Platten. In dem Playshop, wie viel haben wir denn noch? 81.000. Das wird knapp. So, was nehmen wir denn dafür welche? Nehmen wir mal Arizona, sieht schön aus. Arizona sieht schön aus, ne? Nehmen wir zwei und dann schreiben wir mal. Na, Gottes Willen. Haben wir auch Master ran. So, dann bauen wir die nämlich auch noch gleich an. Gut aus. Gefällt mir so. Connecticut muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber Connecticut würde natürlich auch gehen, ne? Ich weiß nicht, ob jemand die Serie Gilmore Girls kennt, ne? Die fahren ja auch einen Jeep, glaube ich. Gut, das würde wieder für Connecticut sprechen. Dann bewegen wir dich jetzt in die Lackiererei. Hielt ja dort. So, auf die Tür, zu die Tür. Und dann geht's los. Und da wir uns unsicher sind, was wir fahren, was haben wir denn hier alles? Okay, Camouflage haben wir. Ditch haben wir. Landcamo haben wir. Ah, sieht aus wie so ein Bundeswehrteil, ne? Band. Was noch? Da. Oh, nee. Nee. Nein, wir machen kein Camo. Wir machen aber Mattenlack. Ein bisschen mehr Sättigung rein. Und dann gucken wir mal hier mal im Farbton. Oh, Rot sieht nicht gut aus. Das. Nee. Grün, Helligkeit. Komplett in Schwarz. Ruf aus, weil das Dings da oben auch schwarz ist, ne? Rot sieht nicht aus. Kannst du sagen, was du willst?
Also das Ocker sieht auch nicht aus, ne? Irgendwie nicht so recht. Bart sieht auch nicht aus, also ich... So recht? Dunkelgrün, das könnte man machen, ne? Das geht. Doch, das können wir machen, das geht. Das geht. Gut, dann. Stell dich mal da oben die Tür. Tür auf. Tür zu. Du stellst dich auch an diese Tür. Da müssen wir nämlich das Interieur noch machen. Geht das so oder geht das nicht so? Ah, es geht eigentlich so, ne? Es geht schon so. Gut, einmal bitte das Auto putzen, danke. Dann gehen wir hier mal rein, dann bauen wir mal alles aus. Achso, D-Modus, Sitz ausbauen. Sitz ausbauen. So, dann... okay. Dann brauchen wir... Innenausstattung. Wrangler. Ein Rücksitz. Ein Sitz. So, was haben wir denn für schöne Lenkräder? Ist ja schon eher so ein bisschen. Oh, da kann man schon ein moderneres Lenkrad einbauen, ne? Dann nehmen wir hier Jeep Lenkrad. Ah ne, so viel. So modern ist er nicht. Mazda geht auch nicht. Das sieht so ähnlich aus wie das Jeep-Lenkrad, bloß ohne den ganzen Schnickschnack, ne? Nehmen wir das. So. Dann wieder Interieur. Nee, Interieur. Doors und dann einbauen und dann bauen wir mal den Rücksitz ein. Dann den rechten Vordersitz. Ein. Plus einen Sitz für vorne gekauft. Mann, nee. Und noch ein Fahrersitz. Den Schützkins oder soll der Fahrer auf der Bananenkiste sitzen? Den Modus einbauen. Vordersitz. Und dann Lenkrad. Ah, das geht schon. Passt schon. Das gibt's ein schöner, aber. Gut, dann setzen wir uns mal rein in das gute Stück. Haben wir alles angebaut. Wir gucken. Nee, da war nämlich irgendwas komisch. Nee, passt schon. Alles wunderbar. $137.732? Ja. Also noch so einbauen und dann den dann verkaufen, ne? Würde ich sagen. Also der ist erstmal für uns, aber wir kaufen uns auf jeden Fall noch einen, den wir dann den Verkauf fertig machen. Das sieht geil aus, oder? Da hätte man auch richtig das Schnickschnack. Da hätte man wirklich das Schnickschnack gleich gerade schon nehmen können. Das ist schon recht modern hier drin, ne? Jetzt weniger modern hier drin erwartet. Ich hätte mich vorher vielleicht mal reinsetzen sollen. Starten wir das ganze Ding mal. Hm, Klang geht. Dann würde ich sagen, ab auf den Offroad-Track mit unserem Jeep Wrangler. Oh Mann, wir sind schon wieder für fast 20 Minuten. Da wird es ein bisschen länger hier. Aber gut, wir haben ja auch in der ersten Folge ein bisschen, also bei der Restauration von diesem Fahrzeug, ein bisschen die Zeit aus dem Ruder laufen lassen, weil wir gesagt haben, wir bauen erstmal noch am... Oh, sehr schön. Oh, das sieht aber schön aus da unten, die Drehzahlanzeige. Da sehen wir gar nicht. Geschwindigkeit sehen wir hier daneben. Na komm, quäl dich. Quäl dich, du Sau. Sehr gut. Oh, da konntest du auch voll in die Eisen gehen. Das hat trotzdem nichts geholfen. Wir versuchen uns jetzt mal mit dem auf der Seite hochzukommen. Mal gucken, ob der das schafft. Ah, spielend. Beschleunigt sogar noch. Beschleunigt so nah gar noch. Machen wir eine schöne Kamerafahrt hier. Gut aus, ne? Ah, gefällt mir doch. Das Grün, das geht. Kann man machen. Kann man machen. So.
Halt, nein, wir wollen jetzt in die Richtung weiterfahren hier. So. Brauchen wir nämlich hier nochmal ganz kurz über die Buckelpiste da hinten und dann gucken wir mal, wie er sich hier so schlägt. Also der andere Jeep, der war ja da ein bisschen. Huch. Ui! Hey. Ah. Hey, da kommt er auch gut rüber. Also ist ein bisschen. Er springt ein bisschen sehr, ne? Also das muss man schon sagen. Die Federung ist ein bisschen sehr. Oh, oh. Sehr weich. Aber sonst macht er sich gar nicht mal schlecht hier, ne? Das ist halt eben nicht für die Rennstrecke oder beziehungsweise er ist ja schon straßentauglich, ne? Also er ist ja schon auch dafür gemacht, dass die Hausfrau den auch mal ganz kurz bewegen kann, wenn sie denn einkaufen will. War denn das mit dem Baumstämmen? Ach, das war da unten drin, okay. Wo fahre ich denn jetzt hier rum überhaupt? Fahre ich hier auch noch richtig? Die noch on the track? Ja, ich bin am Start wieder, okay. Gut, also, wie ihr seht, er kann auch durchaus fliegen. Nehmen wir hier mal rum. Dann gucken wir mal, wie er sich schlägt, wenn er da über diese fährt. Komm. Will er nicht? Moment, das kriegen wir doch noch hin hier. Und da hätten wir fast aufgebockt. Okay, also da muss man mit mehr Schwung drüber anscheinend. Kriegen wir auch hin. So. Jawollo. Und jetzt nochmal hier hoch und da runter. Und dann noch einmal Stoß im Test hier. Oh. Komm. Oh. Das sieht ein bisschen verboten aus. Wie sehr die Räder da doch einschlagen. Uiuiui. Gut. Okay, wir sind durch. Wir haben mit diesem Auto gezeigt, dass es möglich ist, diesen Berg auch andersrum hochzufahren. Und generell, er sieht hübsch aus. So lassen wir ihn. Und so kommt er bei uns in die Garage. In diesem Sinne, das war eine Folge Car Mechanic Simulator 2018 hier aus D-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auf Wiedersehen.